Die haben sie gezählt, oder was? Meine Spucke landete auf seinem weißen Kittel. Die Hände hatte ich zu Fäusten geballt. 2 Sekunden noch und ich würde auf ihn einprügeln. Er wich zurück, fragte, möchten Sie sie sehen? 3-mal dürfen Sie raten. Ich musste mich für die Intensivstation bereit machen. Kittel, Mundschutz, Überzieher für die Schuhe. Ich kam mir vor wie ein unerwünschter Statist bei Emergency Room. Brioni sah tot aus, bleich wie die Farbe der Verzweiflung. Sie war an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Ich hielt ihre Hand und eine Schwester brachte mir einen Stuhl. Sie sagte, Sie können mit ihr reden. Können Sie mich hören? Vielleicht. Wäre mal was Neues. Wie bitte? Sie hat mir nie zugehört. Kurz nach 6 starb sie. Bis zum Morgengrauen hatte sie es nicht mehr geschafft. Später nahm ich Patel mit in sein Büro, sagte, rauchen Sie, wenn Sie möchten. Danke. Tut mir unendlich leid. Wie auch immer. Ich habe etwas für Sie empfunden. Ja, Doc, ich will's nicht wissen, okay? Natürlich. Als die Formulare ausgefüllt waren, fragte der Doc, soll sie in ihrem Familiengrab beerdigt werden? Ich lachte verbittert, sagte, das Familiengrab ist ein Schuhkarton. Oh, er ließ den Kopf hängen. Ich griff in meine Tasche, nahm ein dickes Bündel Scheine heraus, knallte es auf den Tisch und sagte, verbrennen Sie sie. Macht man das nicht so in Indien? Stellen Sie sich die Asche auf den Kaminsims, dann gehört sie endlich Ihnen. Als ich ging, fragte er, was wird aus Ihrem kleinen Hund? Der hat den Kopf verloren, liegt wohl in der Familie. Am Empfang rief eine Schwester, Mr. Mitchell! Ja? Tut mir sehr leid. Na klar, möchten Sie Ihren Regenmantel mitnehmen? Was?